Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 4. Wir werden nochmal ein bisschen rausgehen. Mal gucken, ob diesmal Risei da ist. Nein, und das war auch der Moment, wo ich mich entschieden habe, wieder zurückzugehen. Was ist denn hier los? Ich meine, du hast an der Schule für deine Prüfungen die Bestnote. Das ist unglaublich. Ich habe das hier gemacht. Bitte. Bitte. Ich wollte nicht lachen, ich muss gerade nur husten. Ich habe das hier gemacht, bitteschön. Oh ja, nicht so wichtig. Ach, Redeweise, ne? Ja. Lies mal das Buch über Redeweise. Du hast eine Textnachricht erhalten, die ist von Shea. Es ist soweit. Trial of the Dragon, die Rückkehr ist endlich raus. Oh nee, das ist super. Komm mit Ende der Durchsage. Der Film, den Jay ansehen wollte, läuft jetzt im Kino. Ich will keinen Kung-Fu-Film sehen. Das hier war Redeweise, ne? Ja. Du liest Englisch leicht gemacht, weiterzulesen. Einige Seiten von Englisch leicht gemacht sind noch übrig. Moment, kannst du nur den nächsten Schritt der Polizei erwarten, was willst du heute tun? Macht das Spiel das gerade mit Absicht? Weil ich das mit Chee angefangen habe? Das ist doch ein Scherz. Was soll das? Ich habe mir extra die Persona jetzt gemacht. Ich habe mir neulich mal meine Klamotten angesehen und dachte mir, wow, wirklich alles grün. Hat mich daran erinnert, was Marie-Chan zu mir meinte. Hey, wie geht's dir eigentlich? Riecht ihr aus? Ich will mal wieder mit... Dieser scheiß Husten, Alter. Hey, wie geht's dir eigentlich? Riecht ihr aus? Ich will mal wieder mit ihr Klamotten shoppen. Hä? Achso, ist... Jetzt? Ich habe nichts zu tun, weil die Lerngruppe... Hat die immer aus? Tommy würde vor dem chinesischen Restaurant Eier. Nach dem Training seid ihr hergekommen. Hm. Steakball oder Kombiteller? Entscheidungen, Entscheidungen. Hör auf. Halt die Fresse, Pisser. Ganz genau. Es war wieder Zeit, was drauf abzudrücken. Hä? Mehr nicht? Verarsch uns nicht. Diese Stimme, das kann nicht sein. Komm, Yukun. Takeshi. Hey, da kommt jemand. Egal, das bedeutet nur noch mehr Kohle für uns. Der Typ hatte nur 1000 Yen bei sich. Chihei. Hey. Was läufst du weg? Willst du dich in deinem Mädchen verstecken, was? Geht's dir gut? Ja, schon. Du konntest das schon immer gut. Die haben nur mein ganzes Geld abgenommen. Verprügelst du die? Hm, sowas kotzt mich echt an. Hey, ihr Feiglinge, 3 gegen 1. Schämt ihr euch nicht? Mach sie fertig. Wow, das ging schnell. Mann. Komm, was ist mit dir? Mach dich bereit. Hä, was will die Tussi? Für wen hältst du dich? Verklopp auch Mädels. Die Schläger sind doch Schädelsbrüche provoziert. Das sieht nicht gut aus. Ich verprügel die selber. Hey, you? Schäde ist unzufrieden. Warum? Boah, scheiße. Ja, der Typ hat... Der eben getürmt ist, konnte die Bullen rufen. Mist, so ein Scheiß, weg hier. Hey, wartet!
Was zur Hölle? Du kommst dazu und schon türmen die? Wieso hast du dich eingemischt? Hast du hast echt gedacht, ich wäre denen nicht gewachsen? Ich hätte die erledigt. Tut mir leid. Ich fühle nur nachzudenken, auf die los. Hab dir nur Ärger bereitet. Thank you. Danke. Chie wirkt etwas verlegen. Das wäre besser, nicht wahr? Ich vergaß, dass ich nicht alleine war. Das ist mir öfters. Alle geben ihr Bestes. Und dann denke ich, dass alles von mir abhängt und ich noch mehr geben muss. Ich fürchte, dass ich eines Tages noch mehr Ärger mache als Ebe. Als eben. Ich bin so dumm. Chie bedauert ihren Auftritt. Du spürst Chies stille Leidenschaft. Der Social Link Chie Satonaka hat Stufe 7 erreicht. Schlosser von Chie im Kampf wurde erhöht. Chie hält jetzt im Kampf tödliche Treffer aus. Juhu, danke. Schon gut. Ich muss mich mehr anstrengen. Warum bin ich dann so down? Ich muss drüber nachdenken. Aber ich bin nicht die Schlauste. Du begleitest Chia einen Teil des Heimwegs. Da ist sie wieder. Natürlich abends, da wo sie es nicht vertiefen kann. Oh, Senpai. Schön, dich hier zu treffen. Ich habe gerade erst fertig geputzt. Ja, ich habe Königin Mapp jetzt. Wirklich super, dann nehmen wir was zusammen. Manchmal bewundere ich hier den Himmel. Die Sicht ist hier auch so anders. Ist hier auch so anders als in der Großstadt. Man sieht alle Sterne und hört nichts als Insekten. Und man kann viel leichter Sternschnuppen sehen. Aber ist es nicht schwierig, sich etwas dreimal zu wünschen, ehe die Schnuppe fort ist? Das vermasse ich immer. Hey Senpai, wenn du jetzt eine Sternschnuppe sehen würdest, was würdest du dir wünschen? Come on. Warum das? Dafür brauchst du doch keine Sternschnuppe, Dummerchen. Ich stehe doch direkt vor dir. Rief sie lächelt hinreißend. Eine Sternschnuppe, schnell Senpai, wünsch mir uns was. Dass er mit Risa geplaudert, du bist deine Beziehung zu Chie stärker geworden. Oh, es ist schon so spät, tut mir leid, ich muss nach Hause. Ach, aber ich gehe, gib mir deine Hand. I want you to have it, Senpai. Mini-Anpan. Tada, Überraschungsgeschenk. Dann einen schönen Abend noch. Good night, Senpai. Ja, weißt du, es wäre halt viel besser, wenn sie mal morgens da wäre. Da könnte man die nämlich auch tatsächlich vertiefen. Die Bindung ist ja echt stark. Ich will immer nur Chie da, was soll denn das? Ich habe nicht mal Interesse an Chie. Der einzige Grund, warum ich der gerade was mache, ist halt einfach, weil das das Einzigste ist, was geht. Chie! Ah! Jawohl! Oh, Senpai! Gehst du einkaufen? Das Treffen mit Marie-chan kürzlich war wirklich schön, aber dass Yusuke-Senpai derart für sie geschwärmt hat, fand ich nicht so toll. Ich meine ja nur, sollte er nicht ein Reset-Superfan sein? Wo wir gerade davon reden, wie geht es Marie-chan? Sie redet ziemlich viel, aber sie ist schon echt süß. Wenn wir nächstes Mal was gemeinsam unternehmen, sollten wir sie einladen. Oh, Senpai! Lass uns spielen, wenn du Zeit hast. Ich lerne ziemlich schnell, also wird das kein Problem für mich, aber ich frage mich, ob wir die zwei es schaffen. Wenn wir das nicht auf die Reihe bekommen, war es das mit diesem Sommer. Ja, wohin sollen wir gehen? Shoppingviertel. Nach dem Essen mit Aya bringst du Risa nach Hause. Es war stark gewürzt, hat aber gut geschmeckt. Das Essen bei meiner Oma ist irgendwie fade, obwohl Tofu ja gesund ist also. Vor Risas Haus steht ein seltsamer Typ. Ist das ein Reporter? Oder ein Stalker? Risa ist besorgt. Ist schon okay, wir wissen nicht, ob er gefährlich ist oder nicht. Warten wir ab, okay? Aber trotzdem danke. Lisa scheint nicht mehr besorgt zu sein. Trotzdem, dieser Typ, wo habe ich... No way! Inoue-san, bist du das? Risa-chan. Was machst du hier? Ich habe doch alles mit der Agentur abgeklärt. Ich bin hier, weil ich das persönlich nicht akzeptiere.
Als dein Manager habe ich mich immer um dich gekümmert. Ich bin kein Promi mehr. Mein Privatleben gehört nicht mehr meinem Manager. Geh jetzt, sonst rufe ich die Polizei. Moment. Müsstest du dir überlegen? Ich weiß, dass sich keine Schauspielerin besser für die Rolle eignet als Rita Kuchikawa. Deine Fans haben sich auf den Film gefreut. Du willst, dass ich als Schauspielerin weiterarbeite? Was? Das liegt hinter mir. Ich will mit dem Showbusiness und all dem nichts mehr zu tun haben. Ich werde nach dem Schulabschluss diesen Mann heiraten. Ursprünglich sollte es eine Karrierepause sein, aber ich habe es mir anders überlegt. Ich komme nicht mehr zurück. You see die echte Risei. Er ist so einfühlsam. Risei ist verzweifelt. Sie bestätigen. Du hast ihre Geschichte bestätigt. Siehst du? Was habe ich gesagt? Risei ist erleichtert. Verstanden. Ich gehe jetzt für heute. Aber ich... Verschwinde jetzt! Das war Inoue-san. Er war mein Manager. Ich bin so alt wie seine Tochter, deshalb hat er mich behandelt, als gehörte ich zur Familie. Aber wir stehen uns nicht mehr nahe. Senpai, entschuldige, dass ich gesagt habe, wir heiraten und... War das gelogen? Hä? War das gelogen? Oh, wow. Ich bin echt verlegen. Du bist ein echt netter Kerl. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich werde dich noch mehr brauchen. Ich verarsche dich nur. Risei lächelt verlegen, vielleicht, weil sie erleichtert ist. Du spürst, dass sich seine Beziehung zu Risei vertieft hat. So schnell die Risei Kuchikawa hat Stufe 4 erreicht. Die Entwicklung von Risei in Herzstück war jetzt eine Persona. Drittes Auge. In der Zielauswahl kannst du prüfen, ob eine Attacke effektiv sein wird oder nicht. Ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen, aber lieber nächstes Mal. Bis dann, Senpai. Ja, wann ist das nächste Mal, ist die Frage, ne? Es hat jetzt schon irgendwie 6 Tage gedauert. Verabschied von Risei und Gisheim. Das macht mich traurig. Oh, welcome home, Big Bro. Tschüss. Vielleicht lauert sie aber noch draußen rum. Obwohl doch, das bringt tatsächlich auch was, wenn die draußen rumlauern, ne? Wo man damit ihnen sich trifft. Weil dann kann sich ja trotzdem noch mal vertiefen. Also vertieft sich zwar nicht, aber es kann sich dann später vertiefen. Also. Okay, da war Yukiko. Ich glaube, das soll Yukiko machen, weil sonst. Warte, ich gucke jetzt mal nach. Ist irgendwie schon irgendwas mit dem Dao passiert? Das mit dem Zweifeln? Hier in deiner Freundin Yukiko besteht eine enge Bindung. Nee, da ist noch nichts. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem Zweifeln. It's hot. Ayukun, guten Abend. Ziemlich heiß in der Zeit, findest du nicht? Ich arbeite schon in die ganzen Sommerferien beim Gasthaus. Gerade erst habe ich eine Besorgung erledigt. Hast du gerade etwas Zeit? Möchtest du dich vielleicht auch etwas abkühlen und mir Gesellschaft leisten? Wirklich, das freut mich echt. Well. Ich habe das Handbuch für den Führerschein jetzt immer dabei, damit ich im Gasthaus jederzeit lernen kann. Mit der schriftlichen Prüfung komme ich schon klar, aber die eigentliche Fahrprüfung macht mich echt nervös. Aber unser Konzil meinte, wenn ich erst meinen Schein habe, will er mit mir üben. Er sagte, fahr nicht allein, Yuki-chan, das ist zu gefährlich. Meine Güte, er ist doch nicht mein Vater, oder? Sie sind alle so fürsorglich. Yes. Ja, das stimmt allerdings. Sie haben schließlich alle auch noch ihre Jobs, aber für mich haben sie immer Zeit. Hoffentlich kann ich bald alleine fahren. Das wird sicher toll, wenn ich überall hin kann. Da fällt mir ein, die Illustrationen im Handbuch sind so witzig. In einer fährt das Motorrad volle Kanne gegen die Wand. Was hat mit Yukiko geplaudert? Wenn ich nicht bald zu Hause bin, werden sich alle Sorgen machen. Aber vielleicht können wir auf dem Rückweg die lange Strecke nehmen. Kleiner Scherz. Hey Yukun, hier, das möchte ich dir geben. Eine Kleinigkeit nur für dich. Wollen wir los? Good night. Du bringst Yukiko zur Bushaltestelle und gehst nach Hause.
Heute regnet es. Laut dem Bericht klart es morgen auf. Du musst dich also nicht wegen des Nebels sorgen. Im Moment kannst du nur den nächsten Schritt. Was soll ich heute tun? Oh, nee. Nee. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Leck mich doch am Arsch. Ja, jetzt ist hier niemand draußen. Ey, fucking Regen, Alter. Mich verarschen. Na ja, gut, das war ein kurzer Tag. Es ist doch nicht dein Ernst, ey. Wir kennen jetzt mal das Buch zu Ende. Fucking Regen. Lies dein Buch während der strömende Regen und der Donner alle ablenkenden Geräusche übertonen. Das Englisch leicht gemacht, fertig gelesen. Deine Redeweise wird sich nun schon erhöhen, sodass du rascher übersetzen kannst. Sehr kurzer Tag. Boah, da hinten ist schon wieder Regen, ey. Fucking Regen. Wie ich Regen hasse. Regen ist wirklich furchtbar. Man da keine Leute draußen sind und ich mit niemandem reden kann an dem Tag. Es sind halt wirklich immer die langweiligsten Tage, weil ich nie weiß, was ich da machen soll. Lass uns spielen, wenn du Zeit hast. Da fällt mir ein, ich habe kürzlich mit den anderen Senpais für die Rollerscheinprüfung gebüffelt. Ich lerne ziemlich. Also, das haben wir schon mal. Jawohl. Ja, wohin sollen wir gehen? Weasley freut sich. Der Hügel über der Stadt. Weasley wird sich hier mit dir treffen, weil sie sich hier wohlfühlt. Als ich neu in Inaba war, habe ich oft einfach hier gesessen. Ich hätte dem Fluss, den Vögeln und dem Regen zugehört. Ich konnte Reset vergessen und mich dabei selbst finden. Aber. Senpai, kennst du das Gefühl, dass es manchmal zu viel ist oder du dich nur verstellst? Geht mir manchmal so, sage ich jetzt einfach mal. Verstehe, aber das ergibt irgendwie Sinn. Niemand kann die ganze Zeit er selbst sein, stimmt's? Wie ist ja gleich hier traurig. Seit ich in Inaba bin, fühle ich mich entspannter. Euch alle kennenzulernen, mit euch zu lachen, im Geschäft zu arbeiten, Comics zu lesen, mit der Katze zu spielen. Bei meinen Eltern musste ich mich immer von meiner besten Seite zeigen. Aber meine Oma fragt mich nie etwas, warum ich aufgehört habe oder was ich als nächstes machen will. Sie redet immer nur über Tofu. Sie sagt, ich bin wie Tofu. Ich wollte wissen, was das heißt. Sie hat es so erklärt, Tofu sieht schwach und zerbrechlich aus. In Wirklichkeit ist es aber ziemlich zäh. Obwohl es sich von anderem Essen unterscheidet, passt es zu jedem Rezept oder Geschmack. Tofu ist fantastisch. Ich bin überhaupt nicht so. Quatsch. Bevor ich in Idol war, wurde ich in der Schule gemobbt. Ich habe nicht viel gesagt und immer bloß auf meine Füße geguckt. Ich war die ganze Zeit allein. Aber das war kein Problem. Niemand stellte Erwartungen an mich. Und dann wurde ich für ein Versprechen akzeptiert, zu dem mich ein Verwandter ohne mein Wissen angemeldet hatte. Ich wollte kein Idol sein, ich wollte mich bloß ändern. Und rein zufällig hatte ich Glück. Als es passierte, geriet ich in Panik und dachte mir, dass ich vielleicht ablehnen sollte. Dann fiel mir ein, dass ich mit Fernsehauftritten vielleicht Freunde gewinnen konnte. Das war vielleicht der einzige Grund, mich darauf einzulassen. Irgendwann wurde mir dann etwas klar. Das Mädchen, das alle mögen, das alle auf der Straße begrüßen, das ist nicht die echte Resay. Reset ist diejenige, die alle mögen. Die erfundene Figur, die sie in der Öffentlichkeit verkauft haben. Das trifft auch auf dich zu, stimmt's? Kein Grund ist zu leugnen, ich bin dir nicht böse. Du bist jetzt mit mir hier, weil ich Reset bin, ja? Entschuldige, das war keine faire Frage. Ich bin aber froh, dass du das sagst. Als ich nach meinem Debüt zurück zur Schule ging, wurde ich nicht mehr gemobbt. Zuerst war ich glücklich, dass sogar Leute, die ich nicht kannte, mit mir reden wollten. Sie waren aber nicht blöd. Plötzlich an Risei Kuchikawa interessiert. Sie wollten nur mit Reset gesehen werden. Ich wurde nicht mehr gemobbt, aber niemand sah die echte Risei.
Tief in meinem Herzen wusste ich immer, das ist nicht die echte Risei. Schon komisch, ich war diejenige, die sich ändern wollte und... Aber das ist jetzt alles egal. Risei liegt hinter mir. Jetzt habe ich Freunde, die die echte Risei kennen. Außerdem habe ich eine Kraft, die allen helfen kann. Ich liebe es. Diesmal verwandle ich mich in eine Risei, die alle mögen. Warte nur ab, Senpai. Risei lächelt. Du verstehst Risei nur noch besser. Der Social Link Risei Kuchikawa Turbo 5 erreicht. Heilwelle. Oh, niemals. Alle Community regieren nach dem Kampf eine kleine Menge ETP. Das ist übelst gut. Das sage ich jetzt bei jedem Skill. Das sage ich jetzt bei jedem Skill, aber jeder Skill ist richtig gut. Also. Oh, welcome home, Big Bro. Und tschüss. Es ist so lustig. Dass man einfach wieder rausgehen kann. Nachdem man direkt angekommen ist. Ja, komm. Na, wie sind die Sommerferien? Bei mir ziemlich cool mit dem Training und allem, aber meine Hausaufgaben habe ich noch nicht angerührt. Naja, damit fange ich morgen an. Reden wir über was Schöneres, ja? Chie, langweilt sich. Vielleicht freut es sich, wenn du mit dir redest. Ja, so gefällt mir das. Ich lerne auf die Führerscheinprüfung, aber ich schlafe dauernd ein, wenn ich das Handbuch lese. Als ich gestern wach wurde, hatte ich den Abdruck vom Buch im Gesicht. Aber ich will unbedingt Roller fahren, also muss ich mich zusammenreißen und hauken. Die Daumen. Danke, wenn ich die schriftliche Prüfung bestehe, kriege ich den Rest schon hin, hoffe ich. Lass uns irgendwo hinfahren, wenn ich meinen Führerschein habe. Zum Strand, in die Berge, nach Okinawa und... Was hat mit Jay geplaudert? Oh, wie lange reden wir schon? Ach ja, ich habe noch für dich. Das empfehle ich in letzter jedem. Ich habe dich schon dreimal. Ja, es ist Montag. Ja, yeah. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Persona 4 und ciao.